Herzlich willkommen. Heute an dem Tag, an dem Deutschland, an dem Europa Abschied nimmt von Helmut Kohl, dem Kanzler der deutschen Einheit. Mit ihm verlässt uns ein Nachkriegsgigant, so EU-Kommissionspräsident Juncker. Mit emotionalen, zum Teil sehr persönlichen Worten gedachte die politische Spitze aus Vergangenheit und Gegenwart in Straßburg dem großen Europäer Kohl. Bevor gleich in einer knappen Stunde die Totenmesse im Speyerer Dom beginnt, haben ihn auch die Menschen in seiner Heimatstadt Ludwigshafen noch einmal die letzte Ehre erwiesen. Matthias Kubitzer fasst den bisherigen bewegenden Trauertag zusammen. Ja, genau, in Speyer im Kaiserdom beginnt gleich in einer knappen Stunde das Requiem für Helmut Kohl. Susanne Gelhardt, sind denn die ersten Trauergäste schon da? In knapp einer Woche ist es soweit. Die großen Staatsmänner und Frauen dieser Welt kommen nach Hamburg zum G20-Gipfel. Und mit ihnen tausende Berater, Sicherheitsleute, Journalisten und Gegendemonstranten. Selten war die Sicherheitslage vor einem Gipfeltreffen so angespannt. Neben den Krawallen von Linksextremisten müssen sich die Behörden auch auf eine abstrakte Terrorgefahr einstellen. Schon jetzt gleicht die Innenstadt einer Festung. Rund 20.000 Polizeibeamte sollen für Sicherheit sorgen. Und für die Hamburger selbst bedeutet das absoluter Ausnahmezustand. Wer kann, flieht aus der Stadt oder versucht, hanseatisch gelassen zu bleiben. Nicht einfach. Wie sich Hamburg rüstet, zeigt uns Gundula Koch. Bis zu 100.000 Demonstranten sollen also nach Hamburg kommen, laut Schätzung. Gut, genaue Zahlen sind bei diesem Ausnahmeereignis schwer vorhersehbar. Aber wenn eine Stadt schätzen soll, wie viele Bäume sie in ihrer Gemarkung stehen hat, sollte das eigentlich deutlich einfacher sein. Denkste, in Hameln ist es gründlich schiefgegangen, auf Kosten der Steuerzahler. Ja, in der Rattenfängerstadt sieht man offenbar den Wald vor lauter Bäumen nicht. Unser Hammer der Woche. Ja, und wenn es in Ihrer Stadt ähnliche Fälle von Steuerverschwendung gegeben hat, schreiben Sie uns. hammer@zdf.de oder ZDF-Länderspiegel in 55100 Mainz. Ein Mädchen, etwa 17 Jahre, barfuß mit mehreren Plastiktüten, ihr Blick leicht glasig. Eine kurze U-Bahn-Begegnung, die mir nahe ging. Warum lebt bereits ein so junger Mensch am Rande unserer Gesellschaft? Und ist damit bei weitem nicht der Einzige. Bei rund 1 Million Minderjähriger schaltet sich das Jugendamt ein. Oft sind die Eltern bereits mit ihrem eigenen Leben überfordert, vernachlässigen ihre Kinder. Die werden aggressiv, straffällig, nehmen Drogen. 1,8 Milliarden Euro investiert der Staat in Kinder- und Jugendhilfe. Doch oft sind sogar Jugendheime überfordert. Manchmal hilft da nur noch eine 1:1-Betreuung. Manuela Konrad ist ein seltener Einblick in zwei solcher Betreuerfamilien in Sachsen-Anhalt gelungen. Er habe sich in den letzten Tagen schon ab und zu mal kneifen müssen, dass es auch wirklich geklappt hat. So Daniel Günther, der neue Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Offenbar kann der bescheiden auftretende CDU-Mann es noch selbst kaum glauben, dass der Wind an der Waterkant umgeschlagen ist und nun tatsächlich die Jamaika-Fahne gehisst wurde. Die Koalitionsverhandlungen sind beendet, die Wahl zum MP geglückt. Nun heißt es also, nicht lang schnacken, Regierungsarbeit anpacken. Hermann Berndt. Glücksspiel kann süchtig machen, das wissen auch die, die damit ihr Geld verdienen, die Spielhallenbesitzer. Doch ausgerechnet ihre eigene Existenz hängt nun allein vom Glück ab, jedenfalls in Niedersachsen. Dort entscheidet sich per Los, ob sie ihren Zockerladen schließen müssen oder nicht. Der Losverkäufer ist das Land selbst. Niedersachsen setzt so den neuen Glücksspielstaatsvertrag um. Gegen die Schicksalsentscheidung geht der Niedersächsische Automatenverband bereits juristisch vor. Wilhelm Tacke. Die Richtung ist klar, immer nach oben, nach ganz oben. Genauer gesagt 2962 Meter über dem Meeresspiegel, auf den höchsten Berg Deutschlands, die Zugspitze. Doch wie kommt man auf ihn? Das bleibt jedem selbst überlassen, je nach Gemüt und vor allem Kondition. Die einen marschieren stramm nach oben, andere nehmen bequem die Gletscherbahn. Oder in Zukunft die neue Seilbahn, an der absolut schwindelfreie Arbeiter derzeit kräftig schrauben. Bevor es nach oben geht, kann allerdings eine echte Abkühlung nicht schaden. Und die letzte Reise des Altkanzlers vom Trauerakt in Straßburg bis zum Requiem im Speyerer Dom können Sie heute Abend ab 23 Uhr in einem ZDF-Spezial sehen. Abschied von Helmut Kohl. Ja, bis hierhin war es ein bewegender Tag mit vielen emotionalen Momenten in Gedenken an einen großen Europäer. Wir sagen nun Tschüss. Nach uns folgt nun Menschen, das Magazin. Und im Anschluss sehen Sie Mona Lisa. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.